für Nuke bei Team, bei Heroic Esports. 89% Winrate, seit die sich halt umbenannt haben, sind 8 Siege und eine Niederlage, also die freuen sich auf jeden Fall auf Nuke. Und wenn wir bei Dignitas angucken, das Interessante ist, der Angstgegner von Heroic ist Team Dignitas. 5 Begegnungen, 3 Niederlagen. Der Lieblingsgegner von Heroic ist Astralis. 4 Begegnungen, 4 Siege. Also, das ist auch sehr, sehr interessant. Die Szene in Dänemark wächst immer dichter zusammen. Da sind jetzt schon 3 Teams mit nur dänischen Spielern, die hier auf Top-Level-Niveau mithalten können. Das wünscht man sich natürlich auch für die deutsche Szene. Aber aktuell passt es da leider noch nicht so. Das heißt, da müssen wir natürlich noch ein bisschen nachlegen hier in Deutschland. Ja, wir sind in der Pistol-Round. Snappy geht rein, macht den Kill. Das war die Bombe und jetzt nimmt man den. Jetzt nimmt man einfach den Vorraum ein. Tür nochmal zu und jetzt hat natürlich Heroic das Problem. Keine Kontrolle über die Halle. Jetzt kriegen sie zumindest den Frag gegen Freeze. Und jetzt könnte man sich natürlich einfach hier geduldig dahinsetzen, aber Config kriegt halt auch noch Glaive und Walde. Und warum gibt man denn den Vorteil jetzt bitte weg bei Heroic und bleibt nicht einfach geschlossen im Vorraum stehen? Nein, man geht nochmal rein, geht ins Duell gegen den Halle-Spieler, der oben auf dem Catwalk steht. Und da hast du ja im Normalfall den Nachteil. Modi kommt jetzt hier zurück. Sieht Cajun B nicht. Ah, sieht Config nicht, der hier in der Pommes ist. Cajun B kommt übers Würmchen. Hat sich jetzt verraten. Das heißt, Snappy macht den nächsten. Die Steps konnte man ansagen. Modi fängt einen Headshot. 1 HP, 99 Damage bei Modi. Und Config bekommt den Kill gegen Snappy. Jetzt ist das Duell. 1 HP gegen 73. So, und mit dem Schachtaufschießen faked er an, dass es nach unten geht. Bombe wird gelegt. Der Plant geht durch. Und Config macht die Runde, geht an Team Dignitas. Und das, obwohl Heroic so einen guten Start hingelegt hat. Den Vorraum einnehmen. Und die Bombe sogar sicher haben. Und dann gehen sie halt unnötig in das Duell gegen Walde. Nee, Walde ist auch noch gefallen. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, gegen Config sind sie ins Duell gegangen. Der halt vom Catwalk noch 2 Kills bekommen hat. 1:0. Team Dignitas. Guter Start für die T-Seite natürlich. Die könnten jetzt auf 3 Runden sehr früh kommen. Und dann gegen Heroic spielen, das wahrscheinlich nicht viel Equipment hat. Aber jetzt geht es halt erstmal gegen den Force-Buy von Heroic. Dignitas gegen die Anti-Eco. Snappy geht unten Richtung Secret. Vielleicht kann er den einen oder anderen Frag dann ziehen. Jetzt kam die Flash Richtung Main. Sie stehen da außen. Interessant. Nochmal Smoke an die Pommes. Außen wird es halt jetzt richtig interessant. Config und MSL passen aber gut auf. Zielen sogar noch Snappy ab. Der kann sich nochmal zurückziehen. Jetzt wird es wieder ganz schwer für Heroic. Ja, sie bekommen auch noch Walde. Stehen dann auch zu zweit da, auch wenn MSL da viel HP verliert. Nur noch Modi und Snappy. Bombe wird gelegt. Ja, und was sollen die beiden da machen? Das Beste, was sie tun können, ist eigentlich ihr Kevlar saven, die Waffen saven oder auch die Flash, die natürlich dazu gehört. Modi macht das schon. Snappys Position jetzt bekannt. Und der wird da nur sehr schwer wegkommen. Könnte natürlich auch in der Rampe stehen bleiben. Das sollte man überleben. Aber ich glaube, sie rennen ihn schon an. Ja, und Magisk Boy, der fällt jetzt nochmal. Modis Position bekannt. Der zieht sich jetzt in die City Base zurück. Cajun B muss da noch weit weg von der Bombe. Da wird er 1 HP Schaden bekommt er da. Und Dignitas mit Runde Nummer 2. Jetzt kommt die Voll-Eco von Heroic, die Vollsparrunde. Kein Kevlar, wahrscheinlich auch wenig Pistolen, die dazu gekauft werden. Denn jeder Dollar ist jetzt wichtig für die Runde, die danach kommt, wenn dann die Waffen gekauft werden.
So, ein Modi mit der Diegel. Meckhalle, jetzt geht man halt einfach in die Halle rein. Das ist sehr, sehr gut. Sehr schön und sehr schnell gespielt. Vielleicht auch ein bisschen riskant, wenn man da gegen ein gut positioniertes Dignitas steht, Heroic steht, dann ist das natürlich nicht einfach. Modi, der will seinen Kevlar wieder saven. Ich glaube, das könnte er auch schaffen. Ich weiß nicht, ob Dignitas wirklich die Meckhalle jetzt nochmal abziehen geht. Schließen jetzt natürlich auch schon alles aus. Vorraum nochmal gesehen, dass da niemand kommt. Man hat jemanden auf dem Catwalk. Die Rampe ist schon, an der Rampe ist schon jemand. Man vermutet ihn sogar von hinten. Aber sie gehen halt nicht in die Meckhalle rein. Ja, 3-0 Dignitas. 3 T-Runden jetzt schon. Und ich erinnere nochmal an die Partie zwischen Astralis und Virtus Pro gerade eben. Da hat Astralis nur 3 T-Runden zustande bekommen. Und am Ende war es ein 16-14 für Virtus Pro. Also da ist Astralis sehr gut zurückgekommen. Und Dignitas hier auf einem guten Weg, mehr als diese 3 Runden zu holen. Und vor allem, wenn sie die Runde jetzt holen, die Möglichkeit auf 5 definitiv da. Deswegen die Runde für Heroic extrem wichtig, Dignitas überhaupt nicht hier ins Spiel kommen zu lassen. So, Molly an der Rampe. Jetzt geht Snappy wieder im Secret hoch. Der Molotov, der ist zu weit, würde ich sagen. Ja, Snappy geht raus, holt einen Kill, dann der Refrag. Glaive mit dem Frag gegen Cajun B. Sehr viel Außenfokus bei Heroic. Clave jetzt aber sofort wieder mit in der Halle. Da ist jetzt McRisk raus, macht den Kill. Walde bekommt vorher noch Rubino, nur noch Config. 1 gegen 3. Fries verschießt. Verschießt ein zweites Mal. Das sind eigentlich einfache. Dann fällt er und dann ist Modi da. Und jetzt noch an die AWP rankommen, ist wahrscheinlich unmöglich. Ja, und das war noch viel Schaden, den Rubino da machen konnte. Denn das bedeutet diese Runde keine AWP für Heroic. Und Snappy, der kann sich nur die UMP leisten. Hat eventuell vorher sogar gelegt. Config. Config nur an der Glock. Eieiei. Das ist interessant. So, Cajun B läuft da weiter. Sieht ihn. Ja, und macht den Kill. Ganz einfacher Fracking Glaive. Aber Snappy ist da. Schnappt sich die AWP. Will jetzt natürlich noch mehr machen. Aber darf nicht zu weit nach vorne laufen. So, Config inzwischen auch an der AK. MSL geht rein. Rubino mit dem Kill gegen Fries, der halt ein unglückliches Timing hatte, als er hochgekommen ist. Jetzt die Bombe wird gelegt. 2 gegen 4. Und Heroic. Ja, da wird man vielleicht noch über Main was versuchen zusammen. Aber das ist halt so schwer. Die Eingänge in die Halle sind extrem klein. Viele Nadelöhre. Ist das überhaupt ein Wort? Ich weiß es nicht. Und ja, damit 4 T-Runden für Team Dignitas. Snappy, er macht noch den Frag. Jetzt hat er seine Position natürlich weggegeben, aber die Dignitas-Spieler sind schon alle in der T-Base zurück. 4-1. Gucken wir aufs Geld von Heroic, sehen wir, dass da eigentlich nichts da ist, außer die gesaveten Waffen. Das heißt, da wird man jetzt entweder das dazu forcen, was jetzt passiert ist, oder halt eine Eco einlegen. Aber es ist halt der Force, der dann kommt. Fries bekommt auch die AWP. Eine UMP war auch noch mal drin. Es ist okay. Und sie dürfen Dignitas jetzt natürlich nicht so viele Runden schenken mit den Ecos. Das heißt, solche Force-Ball-Runden, die müssen sitzen. Es geht wieder schnell in die Halle rein. Smoke an die Main. Ja, und Snappy und Walde fallen, ohne irgendwas zu machen. Rubino geht noch mal hinterher, hat den Molotov abgewartet, bekommt dann den Frag gegen Modi. Bombe wird gelegt und auch die Runde ist durch. Die ist wieder vorbei. 5. Runde für Team Dignitas. Und wir können ja schon mal einen Blick auf das Rückmatch werfen, das ebenfalls auf Nuke stattfinden wird. Direkt hier im Anschluss. Was passiert denn, wenn Team Dignitas jetzt hier hoch gewinnt? Wie geht Heroic dann
in die zweite Partie rein. Was überlegen sie sich in der kurzen Zeit? Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Fries könnte hier noch die AWP saven. Aber ich glaube nicht, dass er das schafft. Er wird halt... Jetzt wird hier sogar Cajun B reingeflasht. Fries macht nochmal einen Kill gegen Rubino, aber... Er kann halt nichts mehr machen. 1 zu 5. Nächste Eco für Heroic. Eigentlich die Doppel-Eco. Aber sie müssen es halt jetzt sparen. Es geht darum, das Equipment zu haben, um diese schnellen Halle-Goes von Team Dignitas aufzuhalten. Die wahrscheinlich jetzt wieder einfach in die Halle reinfahren. Smoke. Ja, gut, den Rücken gedeckt. Snappy bekommt keinen, zumindest Schaden gegen Rubino. Ja, und da springt Majisk einfach durch die Smoke. Und geht in den Berserker-Modus. 6 zu 1. Eieiei, was ein schwacher Start von Heroic. Jetzt aber wieder an den Waffen. So, und für Heroic sind das auch wichtige Matches. Die sind nämlich punktgleich mit Panthersports. Da geht es auch um den Abstiegskampf. Für Penta wird es noch verdammt schwierig. Die haben ein ordentliches Restprogramm. Zum Beispiel gegen Fnatic. Und Heroic, gleiche Punktzahl jetzt gegen Dignitas. Hätte ich jetzt gesagt, ist es nicht unmöglich, dass sie da gewinnen. Aber es fängt halt nicht gut an. Und für Dignitas natürlich umso besser. Denn die können, wie gesagt, mit zwei Siegen sich zu Virtus Pro gesellen, dritter, vierter Platz, da kommt es dann auf die Rundendifferenz an. So, MSL. Oh, da geht man raus, MSL ist blind und macht durch den Schlitz den Kill. Config flasht sich in die Main rein, bekommt den Frag gegen Glaive. Cajun B dürfte das Köpfchen da gesehen haben, macht sofort den Frag, auch die Runde. Geht an Team Dignitas. Auch wenn Moddy hier nochmal einen Kill bekommt. Aber ich glaube nicht, dass sie in den Retake gehen. Ja, ziehen sich zurück. Sieben zu eins dann. Und auch hier wieder ein Halle-Go, der funktioniert hat. Also die Halle-Deckung von Heroic. Mehr als wackelig. Dignitas, für die läuft es halt unheimlich gut. Können sich komplett auf ihren Halle-Go verlassen. Können ihn vor allem so lange spielen, bis Heroic wirklich drauf reagiert. Und dann, wenn sie es richtig machen, sehen sie, wie Heroic drauf reagiert hat. Und können sofort entsprechend ihre Taktik ändern. So, und mal gucken, wie Heroic das jetzt handeln will. Dignitas wieder erstmal langsam. Wie die Runde zuvor. Kein schneller Halle-Go. Lassen also Heroic Zeit, sich aufzubauen. Die verbrauchen jetzt natürlich schon am Anfang der Runde viel Equipment. Nur noch drei Flashes im Spiel von Heroic. Und gerade gegen den Halle-Go musst du eigentlich... Ja, gute Gegenflashes ist die eine Sache... Aber du musst vor allem direkt die Headshots setzen. Und wenn es dann immer Reflex gibt, okay, dann passt es noch. Dann ist der Retake auf jeden Fall möglich. So, Moddy allein an der Rampe. Jetzt ist hier MSL schon weit vorne, aber Fries hat es auf dem Schirm. Erster Kill damit für Heroic und Config. Jetzt sieht man sich sogar zurück. Config oben drauf gewesen. Geht jetzt aber auch runter. Cajun B. Oh, ist gesehen worden und Glaive macht sofort den Frag. Jetzt läuft man da bei Dignitas einzeln rein. Wahrscheinlich gleich... Der Contact Go in die Halle. Der natürlich extrem gefährlich ist. So, da hinten ist jetzt Config gesehen worden. Der zieht sich jetzt nochmal zurück. Der will natürlich irgendwie versuchen, in die Main reinzukommen. Gutes Positioning. Wird aber abgezielt. Ja, Glaive.
ist noch zur Stelle. Snappy im Schacht macht einen, sieht den zweiten, kriegt ihn auch. Nein, Rubino hat Snappy tatsächlich noch bekommen. Der hat die Bombe auf dem Rücken. Legt die Bombe und der Plant geht nicht durch. Freeze ist zur Stelle. Nur eine Waffe verloren bei Heroic. So, aber das hat Dignitas auch so ein bisschen hergeschenkt. Sie wollten unbedingt unter Cat den Kill ziehen. Freeze war dann einfacher Kill. Der Freeze hat den ersten Frag gesetzt. Ah, jetzt geht's heute Abend schon wieder bei mir los im dritten Match. Okay, weiter geht's. Und ich glaube, Cajun B war der einfache Frag am Anfang, den Freeze da holen konnte. So, Modi. Immer an der Rampe. Bisher hat er noch nicht viel zu tun bekommen. Dignitas kümmert sich hauptsächlich um die Halle. Glaive macht den ersten Frag. Gegen MSL. So, und wenn Dignitas jetzt immer auf dieses einzelne Spiel geht, sich immer rauspicken lässt, Cajun B mit der Rauchgranate an die Mech-Halle, bekommt den Frag gegen Glaive. Also mal Flash, jetzt 4 gegen 4. Rubino und Magisk jetzt wieder Richtung Halle unterwegs. Walde zielt da am dunklen Eck an. Modi immer noch an der Rampe. Der fehlt jetzt natürlich auf dem Catwalk. Rubino mit dem nächsten. Er hat die Halle jetzt komplett eingenommen. Die Bombe wird gelegt. 2 gegen 4. Und die Runde scheint wieder weg zu sein für Heroic. Ja, und Modi geht seine Waffe speichern. Oha, das sind nur 2 Runden für Heroic. Das ist natürlich... Das ist halt so bitter. Wieder nach einer gewonnenen Runde zu verlieren. Der einzige Vorteil ist, sie haben 4 Waffen durchgebracht. Das heißt, sie können die nächste Runde gut kaufen. Auch mit den 2 gesaveten. Eine gesavte Config macht den Frag gegen Modi. Und damit... Ja, trotzdem Geldproblem für Heroic. Die kaufen nochmal, die müssen kaufen. 8 T-Runden, das ist schon extrem viel. Aber irgendwie gewinnen sie auch kein Duell gegen Team Dignitas. Die sind natürlich oben auf durch den Sieg heute Nachmittag. So, und jetzt mal ein Rampe-Go. Ein Rampe-Push und... Modi wird halt überrannt. In dem Moment, er zielt die ganze Zeit ab und dann wird er halt einfach komplett über den Haufen gerannt. Ohne Chance, da irgendwas zu machen. Rubino, ja, holt sofort Glaive. Bombe wird gelegt, Snappy am Türraum, fällt dann auch. Und Dignitas wirkt irgendwie bärenstark. Magisk fällt. Valde jetzt aber auch down. Das heißt, es ist nur noch Freeze. Gegen 4 an der AWP. Was soll er machen? Er hat nicht mal Kevlar. Da hat man alles investiert, um diese eine AWP sich noch leisten zu können. Und die kommt halt überhaupt nicht ins Spiel, weil halt einfach der Rampe-Go kommt. Oh wow, Heroic komplett am Untergehen gerade. Und er bringt, er saved sie wenigstens. Aber was bringt das Heroic? Jede Runde eine Waffe durchzubringen. Sie müssen irgendwann Runden holen. Und die verlieren sie halt nicht irgendwie in einem Retake oder so, sondern Dignitas kommt einfach viel zu leicht auf die Spots drauf. Es fehlt halt komplett irgendwie an einem Konzept, wie man so einen Halle-Go aufhalten kann. Und ich bin wirklich gespannt, wie das hier in der zweiten Partie dann aussehen wird, wenn Heroic auf der CT-Seite ist und Dignitas auf der T-Seite. Denn dann wird ja nochmal Nuke kommen. Magisk mit dem ersten
Wieder ist die Rampe eingenommen. Moddy wieder überrannt worden. Aber er hat natürlich auch nichts, um sich zu wehren. Nur eine USP. Die Bombe jetzt schon unten auf dem Spot. Oh, die HE ist auch Kobe. Heroic bekommt, Walde bekommt zumindest den einen Frag. Kann sich dadurch die AK schnappen. Aber ist jetzt auch schon gesehen worden. Cage und B geht hinterher. Macht den Kill. Nur noch Freeze. Mal wieder und wieder ist er in der T-Base. Und saved seine AWP. Diesmal ist es okay. Die Runde war so oder so schwierig zu holen mit den USPs. Ist hart auch nicht geklappt. 10 T-Runden für Team Dignitas. Und es könnten noch mehr werden. Und auch den verschießt Priest. Aber weiter will er da nicht reinziehen. Er will sie halt nicht verlieren, die Waffe. So, jetzt wird wieder gekauft. Und jetzt muss Heroic aber Gas geben. 5 CT-Runden. Die müssen drin sein. Und eventuell schaffen sie es, indem sie halt Dignitas mal offensiv angehen. 2 Leute an die Rampe stellen und nicht nur Freeze da stehen lassen. Dann kannst du auch mit guten Granaten mal den Vorraum ein bisschen angreifen. Dass du Dignitas auch mal ein bisschen Equipment abziehst. Ja, da blockt man sich erstmal. Eieiei, da funktioniert halt gar nichts. Dadurch fehlt jetzt auch ein bisschen das Timing. Rubino schon raus, MSL mit dabei. Glaives Position bekannt. Moddy geht an der Rampe einfach durch, dass man die Offensivaktion, die jetzt funktionieren könnte. Aber das dürfte man schon gehört haben bei Team Dignitas. Die Halle haben sie jetzt eingenommen. Bombe wird wieder gelegt. Freeze mit dem Frag, aber Cajun B passt auf. Damit kein Druck. Oh, die Nate nochmal viel Schaden. Eine zweite hinterher. Glaive fällt. Freeze. Er ist wieder der Letzte, der lebt. 1 gegen 3 mit der AWP auf Nuke. Er hat kein Kit. Er hat keinen Helm. Er hat nur noch 30 HP. Und er wird gleich fallen, denn Cajun B ist zur Stelle. 11 zu 2. Auch diese Waffenrunde geht an Team Dignitas. Wieder kein Geld bei Heroic. Und im Endeffekt, ich sehe das Spiel eigentlich schon als gelaufen an, denn Dignitas, die werden eine bessere CT-Seite hinlegen als Heroic. Und ich frage mich, ich weiß nicht, was uns jetzt auf der zweiten Map, die wieder Nuke sein wird, erwarten wird. Das, ja, Freeze. Sofort gefallen. Die AWP diesmal sofort down gegen eine AK. Also auch Freeze überhaupt nicht im Spiel, auch wenn er immer letzter Überlebender war. So, Glaive jetzt zusammen mit Moddy vorne. Kein Kill. 5 gegen 2. Beide Spieler in der Halle. Aber selbst wenn Dignitas in die Halle gehen sollte, dann sollten sie die Runde noch holen. Walde zielt jetzt Richtung Außen an. Schöner Headshot gegen Cajun B. MSL aber am Catwalk jetzt oben. Walde bekannt. 1 HP. Kommt nochmal weg. Und dann ist MSL zur Stelle. 12 zu 2. 12 T-Runden für Team Dignitas. Es ist, ich bin ein bisschen sprachlos darüber, wie dilettantisch Heroic hier gerade deckt. Vor allem, was es für ein Klassenunterschied ist, wie es gerade aussieht. Heroic ist für mich eines der Teams, die die krasseste Entwicklung in der letzten Zeit hingelegt haben. Das ist überhaupt nicht die Leistung, die ich von ihnen erwartet habe. Vielleicht ist es auch mapbedingt, aber dann läuft ein Mapwort nicht zweimal auf Nuke hinaus. Ah, da wollte Config die AK noch mit hochnehmen, aber die ist jetzt ins Nirvana gefallen. Jetzt hat man zumindest den First Frag. So, und Glaive. Der wartet nur ab, jetzt hat der Config gesehen. Moddy, ja, wieder allein an Rampe. Diesmal wird halt nicht überrannt. Okay, Cajun B kriegt noch einen Anschuss. Config jetzt gefallen. Glaive mit einem guten Timing. Mit Jisk an Rampe jetzt gesehen worden. Jetzt versucht man wahrscheinlich nochmal Moddy anzugehen. Der müsste sich jetzt eigentlich mal ein Backup holen. Aber da kommt nichts. Niemand verschiebt, um Moddy zu verstärken. Und wenn Moddy fällt, dann ist wieder eine Möglichkeit für Dignitas da.
Sonnenmodi muss sich da zurückziehen. Das heißt, Rampekontrolle für Team Dignitas. Jetzt ist Unterstützung über den Schacht da. Das ist Snappy, der da hinterm Silo steht. Jetzt geht's doch nochmal hoch. Also nur die Rampekontrolle nicht ganz ausgenutzt. Fries und Walde machen da die Kills. Auch Glaive den letzten. 12 zu 3. Das sind nur 3 CT-Runden von Heroic gewesen. Was will man zu so einer Partie sagen? Heroic ohne Chance bis jetzt. Und jetzt müssen sie auch noch auf die schwächere T-Seite, die viel schwieriger zu spielen ist als die CT-Seite. Dignitas könnte das hier mit einer gewonnenen Pistole schon fast besiegeln. So, und aber aus deutscher Sicht natürlich gar nicht so schlecht, wenn Heroic jetzt verlieren würde, vor allem zweimal, denn dann würde Penta immer noch Chancen haben, an Heroic vorbeizuziehen. Aktuell wissen wir leider nicht, wer steigt jetzt direkt ab, wer kommt in die Relegation. Vor allem, da sich jetzt auch mitten in der Saison die Finalteilnehmerzahl geändert hat, die Playoffs in Sao Paulo, Brasilien, werden ja jetzt mit 12 anstatt mit 8 Teams gespielt. Und auch die Preisgeldverteilung wurde geändert. Und das könnte natürlich auch eine Auswirkung auf die Abstiegsspiele haben. So, und jetzt die obligatorische Pause immer. Ich könnte mir eigentlich mal Nuke, so diesen unbekannten Teil von Nuke, könnte man sich mal angucken. Das ist echt schön, aber das Wasser sieht ein bisschen dreckig aus. Aber klar, es ist ja neben einem Atomkraftwerk. Und ja, ansonsten, ey, Wahnsinn, wie viel die hier noch gestaltet haben, was nichts mit der Map zu tun hat. Das ist halt so performance-lastig, finde ich. Das ist halt unnötig. Die könnten diesen ganzen verdammten Parkplatz einfach wegmachen, hier eine Wand hochziehen und keinen würde es interessieren. Ja? Und jetzt überlegt mal, wie das auf Nuke in 1.6 war. Da war nichts anderes als eine verdammte Wand. Und genauso hier hinten, da fahren die ganze Zeit Autos lang, zumindest früher, haben die das rausgemacht. Ah, immerhin. Das hat wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Performance gebracht. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt so der krasse Map-Entwickler, sodass ich weiß, was da abgeht. Hier kann man übrigens oben drauf und jetzt geht's weiter. Zweite Halbzeit. Und wenn es eine wirklich wichtige Pistol Round für ein Team gibt in der zweiten Halbzeit, dann ist es jetzt diese Pistol Round für Heroic. Denn wenn sie die nicht gewinnen, ist das Ding so gut wie gegessen. So, und Dignitas, Rubino in der Main. Jetzt wird erstmal das Fenster aufgeschossen. Man hat einen Molotov und eine Smoke dabei. Jetzt geht man hier an Rampe vor, Modi. Wartet da ab, kriegt den ersten, sieht den zweiten und mit Jisk müsste sich jetzt wieder zurückziehen und das macht er auch. Denn da jetzt noch reinrennen und den zweiten kassieren und die Runde ist fast vorbei. So hat man noch eine Chance. Smoke Richtung Main. Molotov auf die Pommes. Flash kommt. MSL die Position verraten. Kann da aber viel Schaden machen. Der kriegt den Doppelkill. Fries holt dann Rubino. Config geht runter auf den Spot. Holt den nächsten. Da ist es nur noch Snappy. 1 gegen 3. So stark gemacht von Dignitas. MSL vor allem mit der wunderbaren Position oben auf dem Catwalk. Direkt in die Pommes reingeguckt. Schweres Ziel für Heroic. Und da macht er den Doppelkill. Und die hätten eigentlich sofort rausrennen müssen. Und sich dann einzeln um die Spieler kümmern und nicht in der Pommes stehen bleiben. Und das sagt man immer wieder, wenn der Go kommt. Bleib nicht stehen, wenn du einen Gegner siehst. Fahr auf den Spot drauf und versuch die Leute zu überrennen. Ja, jetzt 13 zu 3.
Modi an der Rampe jetzt weit vorne, hofft, dass Majisk da weit vorgeht. Oder so, er macht einfach einen schönen Headshot. Aber dann der Refrag von Cajun B. Config passt hier auf, macht den Frag gegen Walde. 4 gegen 2. So, und Cajun, der will noch mehr. Hat Snappy jetzt gesehen, er bekommt den Frag. Bombe down. Nur noch Glaive. Gegen 4. So, und Agent B macht das zwar gut, fällt dann trotzdem, hat genug Zeit rausgeholt, dass MSL von hinten kommen konnte. 14 zu 3. Ja, und gehen sie jetzt echt auf die Eco? Oder machen sie den Force Buy? Sie müssen eigentlich den Force Buy probieren. Sie gehen halt tatsächlich da auf die 15. Runde von Team Dignitas. Und damit wird's halt nochmal eine Ecke schwerer. Also, jetzt soll's schnell den Schacht runtergehen. Der Bombenplant soll nochmal kommen. Das hat nicht funktioniert. Modi gibt nochmal einen Headshot. Rubino tackert da durch. Oh, da der Teamkill, der Knife-Kill von Modi gegen Rubino. Aber es ist immer noch ein 2 gegen 4 für Heroic. 2 gegen 3, der Teamkill von Majis gegen MSL. Und dann kriegen sie es doch noch irgendwie gerissen bei Team Dignitas. Wird sie jetzt auch nicht mehr stören, dass das ein bisschen durcheinander gelaufen ist. 12 Matchbälle für Team Dignitas gegen Heroic. Die haben jetzt ordentlich Waffen. Vor allem Modi durch den Knife-Kill natürlich viel Geld dazu bekommen. So, wieder wohl schnell die Rampe vor. Rubino mit dem Molotov den ersten Frag gesetzt. Mit Gis gute Hits abbekommen. Also schönes Pre-Fire von Modi. Auch wenn es ein bisschen Glück gehört, einfach immer dazu. Glaive kann außen den Frag setzen. Da geht man jetzt weiter vor. Da steht Cajun B. Und hier unten steht Rubino. Der bekommt den Frag. Cajun wird angezielt und Freeze macht den Frag. Modi. Ja, da sieht er noch ein bisschen was an der Smoke. Aber MSL bleibt oben stehen. Damit 3 gegen 3. So, und Freeze geht weiter vor. MSL darf eigentlich nicht zu weit rausgehen. Der Winkel zu flach für Fries, um da durchzugucken, glaube ich. Und hat ihn gesehen und MSL macht den Kill. Walde könnte natürlich noch gefährlich werden. Der kann jetzt leise auf den Catwalk hoch. Das macht er auch, aber Modi ist gefallen. 1 gegen 3 für Walde. Flash Richtung außen. Er bekommt den Frag gegen MSL. Er wird jetzt natürlich schon von Rubino angesehen. Und Rubino macht den Kill. 16 zu 3 gewinnt Dignitas hier das erste Nuke, wie wir es ja nennen können. Denn wir werden jetzt als nächste Map, als Rückspiel zwischen den beiden Teams, wieder Nuke sehen. Das hat was mit dem Veto-System zu tun. Ich glaube, es wird jedes Match einzeln gevetot. Und dann ist am Ende halt zweimal Nuke rausgekommen. Was ich sehr, sehr interessant finde. Auf der einen Seite. Und was ich jetzt eigentlich kann ich verstehen von Heroic, sie haben gute Statistiken, aber haben jetzt gegen Dignitas überhaupt nicht gut ausgesehen. Und mal gucken, eventuell darf Heroic jetzt auf der zweiten Map auf der CT-Seite starten. Vielleicht können sie uns da zeigen, was sie wirklich auf Nuke drauf haben. Aber erstmal gibt es ein bisschen Werbung und dann sehen wir uns gleich zurück zum letzten Match des heutigen Abends. Bis gleich. Willst bei CSGO immer auf dem Laufenden sein, dann ab auf 99damage.de. Hier findest du aktuelle News zu allen relevanten Themen. Videos von Menschen, die deine Leidenschaft teilen. Felix, du geile Nudel! Jawohl!
eine Übersicht zu aktuellen Matches, in denen du ganz leicht deine Wette abgeben kannst, unsere Coverage zu verschiedensten Events mit ihren kompletten Informationen, werde zum Experten in E-Sports mit unseren Statistiken oder den Livestreams von unseren Castern. Oder schärfe deinen Skill mit unseren Guides zu Maps, Rush Timings, Waffen, Money System Awards, Skillgruppen oder den Videoguides. Und natürlich kannst du Host Niki Beaky-like durch die Foren scouten. 99 Damage. Kann der mal ruhig sein! Dream of a storm with
du willst in deinem Leben auch so coole Kinobalken haben, dann geh doch bei uns auf Facebook, kannst uns deine Fratze zeigen. Kannst mit uns auf Twitter zwitschern oder auf YouTube VODs gucken. Kannst vielleicht auch mal auf Steam gehen und dich da austoben mit der ganzen Steam-Community oder auf YouTube Plus, wo der geilste Content kommt, oder in unserem Merch-Shop einfach Kissen, Tassen, Taschen, Hoodies, Shirts und geile Tanktops kaufen. So. Der hält ja immer noch nicht den Rand. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei 99 Damage. Wir sind in der letzten Partie, im letzten Match des heutigen Abends angekommen. Und ja, es wird wieder Nuke und es wird wieder zwischen Team Dignitas und Heroic ausgetragen. Ganz schneller Blick auf unsere Page, damit ihr euren Coin setzen könnt. Ja, die News des Tages ist wahrscheinlich Illicoasted, das nächste Valve Major. Das wird sehr, sehr interessant, was da kommt. Und hier steht, das wäre bereits live. Ich glaube nicht. Man kann noch wetten. Okay. Ja, ich setze meinen Coin einfach mal auf Team Dignitas. Weil ihr habt eben gesehen, warum. Und es ist die gleiche Map, das gleiche Matchup. Ich weiß nicht, was ich da setze. Ich habe vergessen, die Szenen zu wechseln. Ja. Ich weiß nicht, warum Dignitas jetzt einbrechen sollte oder warum Heroic jetzt auf einmal besser spielen sollte. Deswegen könnte das eventuell eine ganz, ganz schnelle Geschichte werden. So, wir springen gleich mal in-game. Ich glaube, viel ist gerade nicht los, aber alle Spieler sind schon da. Perfekt. Und ich glaube, ich nutze die Zeit, um ein paar eurer Fragen zu beantworten. So, da war gerade irgendwas von wegen YouTube Gaming. Wieso streamen wir nicht auch über YouTube Gaming? Ich glaube, da haben wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht. Der meiste Kram hat halt was damit zu tun, dass wir halt in vielen Netzwerken auch vertreten sind, zum Beispiel wie hier mit dem ESL 99 Damage Channel. Und ich glaube, eine Umstellung auf YouTube Gaming wäre da etwas schwieriger, als es jetzt zum Beispiel bei Rocket Beans war. Für die war es wahrscheinlich auch nicht einfach, aber bei uns steckt halt ein bisschen mehr an Kanälen hinten dran als nur ein einziger Kanal. Und deswegen bleiben wir erstmal bei Twitch. Ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum YouTube Gaming jetzt den großen Vorteil bringen sollte. Aber ich habe mich auch noch nicht wirklich damit befasst, um ehrlich zu sein. So. Wer hostet das Major? Das ist die E-League, die das macht. So. Castet Muxor nicht mehr. Muxor castet schon noch. Er ist nur kein Vollzeit-Kommentator mehr. Den Job habe ich jetzt übernommen. Und ansonsten ist natürlich noch Horster da, der aktuell aber krank ist. Genau. Was bringt es auf 99 Damage zu wetten? Sehr schöne Frage. Kann ich kurz zeigen. Wenn ihr unter jedem Match ist nämlich hier unser Powered By Schild und dort seht ihr, wenn ihr draufklickt, wenn ihr das September-Tippspiel Powered By OZZ gewinnt, dann könnt ihr diese schöne SSD-Karte gewinnen. Also es ist nicht so, dass man kann kostenlos wetten und man kann was gewinnen, wenn man sehr gut wettet. Und aktuell führt Sifis führt mit 76%, dahinter Silvox und dann Hecky mit 74%. Okay, das war ganz kurz Werbung. Ja, es geht immer noch nicht weiter. So, wenn du am Ende des Monats bester Tipper bist, der Horst of War, der hat's auf den Punkt gebracht. So, und der Episenk hat sogar schon die Caster-Wechsel-News bereit. Ihr seid, also die Bots sind nicht nur die Bots, die Mods sind klasse und die viele Zuschauer, ja, Timo ist nicht wieder, Timo ist immer noch krank. Ja. So, Maus ist nicht fest qualifiziert für das nächste Major, die müssen sich halt erst wieder qualifizieren, aber wofür sie qualifiziert sind, ist der Offline-Qualifier, der vom 15. bis 18. Dezember stattfindet. So, Croxus möchte seinen Kuss. naja, mal gucken, wann ich auf dem nächsten Offline-Event bin. So, das weiß ich nicht, Accent, was man auf CSGO-Launch gewinnen kann. Früher konnte man dort Skins gewinnen.
damit sind sie groß geworden. Ich glaube, inzwischen kriegt man da halt irgendwelche Coins, die man dann setzen kann, ähnlich wie bei uns. Wahrscheinlich kann man das gegen irgendwas eintauschen. Ich weiß es nicht. Was glaubst du, wie die Deutschen abschneiden und ob sie teilnehmen beim Major? Also die nehmen natürlich teil. So, ich mache auch Ingame-Sound kurz an. Sie nehmen natürlich teil. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Mausbots ist rein technisch gesehen kein deutsches Team mehr, aber es spielen zwei deutsche Spieler mit drin. Deswegen habe ich da auch immer ein Auge drauf. Für mich ein Team, das auf jeden Fall zu den Top 16 der Welt gehört und deswegen mit aufs Major muss. Ob es dann halt für die Playoffs reicht, ist wieder eine andere Frage. Da hatten sie ja immer, ich würde sagen, Probleme mit ihren Nerven, die sie nicht unter Kontrolle hatten. Und ja. So, genau. Das Game ist auch noch nicht live, Leute. Das ist alles noch Vorgeplänkel. Ganz, ganz ruhig. Ja. Deswegen ansonsten aktuell Penta nicht schlecht unterwegs, aber ich finde immer ein bisschen wackelig und gerade wenn es darum geht, halt Druck in Drucksituationen zu performen, dann wirkt Penta immer am schwächsten. Dann, ja, sehe ich eigentlich Etex als drittes Team, die sich ja auch für die E-League qualifizieren konnten, wo ja auch die besten Teams der Welt dabei sind. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Alternate Etex vielleicht sogar vor einem Penta Sports auf dem Major sein könnte. Das ist nicht unwahrscheinlich. So. Was supporte ich euch denn? Ihr supportet mich. Ihr guckt zu, auch wenn wir hier zweimal Nuke hintereinander sehen. Aber trotzdem, danke an Yopro Twitch TV. ESL1 Cologne 2017 kam da, glaube ich, noch. Von Horse of War. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Wenn wir wieder unser Studio in der Halle bekommen, also in, ja, irgendwo in der Halle, wer weiß, wo wir das bekommen, dann werde ich auf jeden Fall dabei sein. Warum hängen die noch auf Nuke rum? Es wird zweimal Nuke gespielt. Zadeas 249. So, beide Teams wollten Nuke spielen. Also wie ich das jetzt verstanden habe, ist, dass für jedes Match einzeln gevotet wird. Und es könnte sogar sein, dass da ein Random-Faktor mit drin ist. Also, dass irgendwie beide zweimal voten, dann bleiben drei übrig. Und aus diesen drei wird dann eine random ausgewählt. Und wenn halt zweimal Nuke drin bleibt, dann kommt halt, dann kann halt auch randommäßig zweimal Nuke drankommen. Das ist der Fall. So, wann geht es los? Ja, das weiß ich leider nie. Da bekommen wir keine Infos. Ich habe auch keinen Knopf im Ohr, der mir das sagt. So. So, Spritzbeutel, wenn ich das jetzt richtig in Leadspeak lese. Also die E-League an sich, die Season, die sie spielen, wird wahrscheinlich nicht über ein extra GoTV sein, weil zum Beispiel wir, als wir es übertragen hatten in der letzten Season, haben keine GoTV-IP bekommen. Wir mussten es über CleanFeed machen, was halt auch wieder diesen Faktor von der Exklusivität erhöht, weil halt alles offline ist. So, und fürs Major wird es definitiv wieder die GoTVs geben, da bin ich mir sicher. Weil da wollen sie so viele Zuschauer wie möglich und dann wollen sie halt auch den Leuten die Möglichkeit geben, zuzuschauen, deren Internet so schlecht ist, dass sie generell keinen Stream gucken können. Wenn du meinst, wie viel es ausgehen wird, ich glaube, dass Dignitas hier wieder drüber fahren wird. Und vielleicht startet Dignitas jetzt sogar auf der CT-Seite. Und dann könnte es vielleicht noch deutlicher ausgehen. Wer weiß. So, ich soll Harros Vater grüßen. Der 51 ist und ehemaliger Counter-Strike 1.6-Spieler. Wenn das wahr ist, ist das mega cool. Und dann gehen natürlich Grüße raus an Harro 21224's Vater. Weil das ist schon... Das ist schon cool. Also, richtig geil. Wenn's halt stimmt, weiß man ja nie. Vielleicht bin ich jetzt auch getrollt worden. werden die niedrigeren 99 Damage Divisionen auch gestreamt? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht Division 2. Ich kann es aber nicht versprechen. Das haben wir letzte Season, glaube ich, versucht und haben es eher weniger hinbekommen, weil der Schedule da halt nicht
irgendwie vorgegeben wird, sondern die Teams sich halt selbst besprechen. Und dann ist das für uns natürlich schwierig, damit zu planen, wenn dann Tag vor, wenn da erst innerhalb von einem Tag ausgemacht wird, dass man halt abends spielt, dann sind wir halt nicht irgendwie in der Lage, vorher zu wissen und einzuplanen, dass man da halt kommentieren kann. Wer hat 19 Damage gegründet? 19 Damage ist im Endeffekt gegründet worden von Knochen. Der das als Projekt im Rahmen von der Freaks for You Gaming GmbH aufgemacht hat. So. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie es im Hintergrund bei uns aussieht, dann empfehle ich euch unseren 99 Damage Plus Kanal. Da gibt es nämlich eines der neuesten Videos, ist eine Studiotour, so ein bisschen, weil wir unser Büro gewechselt haben und in ein neues Studio ziehen werden. Das ist nämlich noch nicht vonstatten gegangen. So, und jetzt beenden wir kurz die Fragerunde. Vielen Dank, dass ihr mir viele Fragen gestellt habt. Das macht es mir immer ein bisschen leichter, solche Pausen zu überbrücken. Und jetzt starten wir Dignitas auf der CT-Seite und Heroic auf der T-Seite. Eben hatten wir ein 16-3. Mal gucken, was es jetzt wird. Beide Teams sollten sich jetzt eigentlich gut kennen auf Nuke. Und Heroic spielt die Pistol Round anscheinend auch anders, als sie es vorher gemacht haben. Dignitas stellt dann nicht um, warum auch. Vorher hat das ja alles gut funktioniert. Heroic wartet lange. Jetzt geht's außen langsam vor. Das ist Walde, der da an dem Außencat steht. Max Smoke. Und Dino muss sich zurückziehen, wird aber noch von der Tür angegangen. Schöner Split von Heroic. Cajun B mit einem. Muss sich dann zurückziehen. Config fällt auch noch. Und Cajun B bekommt Glaive. Das heißt jetzt 2 gegen 3. Magis Boy macht Freeze. Cajun B muss nach unten gucken. Macht er auch. Bekommt den Kill gegen Snappy. Und da ist es nur noch Modi. Und der fällt. 2 gegen 4. Der Retake für Team Dignitas. Und das geht natürlich wieder sehr gut los für Dignitas, dass die hier die Pistol Round holen. Ein schöner Go von Heroic. Erst den Druck auf die Main, Rubino muss sich zurückziehen, dann kommen die Türspieler, überrennen Rubino, aber am Ende konnten sie den Afterplant nicht ausspielen, sind halt überhaupt nicht, ja, richtig weggekommen vom Spot und, ja, Dignitas dann halt eine Ecke stärker gewesen. Durch den Bombenplant jetzt kein Force bei Heroic, die wollen in der dritten Runde kaufen. So, da geht's einfach die Tür raus. Da kann Rubino natürlich durchdrücken. Kriegt auch noch Freeze. Majiska hat an der Rampe aufgepasst. Jetzt ist es nur noch Snappy. Ja, der hätte nochmal aufs Messer gehen können. Oh, der macht viel Schaden. Das hat nochmal ordentlich Geld gebracht für Snappy. $900 extra durch die UMP. Und jetzt wird gekauft. Keine AWP bei Heroic. Dignitas weiß, was jetzt kommen wird. Sie wissen, durch den Bombenplant in der ersten Runde wird Heroic hier auf die erste Waffenrunde in der dritten gehen. Und die bereiten Smoke-Go außen vor. Haben jetzt natürlich ein paar mehr Möglichkeiten als im ersten Spiel, die T-Seite hier anzugehen. Jetzt eigentlich zum ersten Mal richtig equipped in dem auf der T-Seite und das halt beim zweiten Mal, wo die Map gespielt wird. So, und die sind außen durch. Die Smokes liegen gut. Da unten ist Config. Der hat nur die UMP. Smoked aber im richtigen Moment nochmal ab und Cajun B kommt schon von hinten. Macht den Kill gegen Glaive. Freeze muss jetzt übernehmen. Das passt natürlich nicht in den Plan von Heroic rein, die wahrscheinlich jetzt erstmal Druck unten ausüben wollten, damit Dignitas vielleicht noch einen Spieler nach unten verschiebt. Rubino wäre zum Beispiel schnell über den Schacht da. MSL, die Position hat er ja in der Pistol Round auf der ersten Map sehr gut ausspielen können. Config hat jetzt hier viel Contact, überlebt lange. Geht auf die Deagle, den ersten, den zweiten, kriegt er dann auch noch. Nur noch Snappy und der fällt gegen Majisk. Flawless die Runde an Team Dignitas. Und Heroic darf wieder sparen. Gefühlt zum 300.000. Mal habe ich das jetzt schon gesagt.
Denn Heroic sah auch auf der CT-Seite nicht gut aus. Auf der ersten Map. So, Config, den ersten Contact. Die Nate hinten hin. Er macht ein bisschen Schaden. Ja, da piekt man gerne weit raus und will in das Distanzduell gehen. Jetzt kriegt er noch den Kill gegen Fries. Aber das ist halt gefährlich, wenn dann an Rot jemand rumzieht. Jetzt schießen sich beide low. HE hinten hin. Ja, die hat gut gesessen. Und noch leben alle Spieler von Team Dignitas. MSL guckt mit Richtung Tür. Medjiz geht an Rampe vor. Rubino fällt. Aber Medjiz bekommt den Kill. Die Bombe fällt Richtung Rampe. Ja, damit für Heroic die Runde eigentlich vorbei, denn an Majisk werden sie nicht vorbeikommen, der in letzter Zeit auch eine steigende Formkurve hat. Ja, und Noddy fällt. Die AK kann man auch wieder mitnehmen, 4:0. Und jetzt auch mal eine AWP im Spiel. Bei beiden Teams, Cajun B an der AWP und bei Heroic ist es Fries. Ja, also keine Überraschungen. Ja, Fries hatte da auch die erste Möglichkeit, aber kann den Kill nicht machen. Glaive, oder besser gesagt Heroic, geht jetzt die letzten Runden schon viel auf Außenkontrolle gegangen. Versuchen das jetzt auch nochmal. Glaive schon vorne am Roten. Dignitas steht halt wieder gleich. MSL. Die Position, die MSL hat, ist auch extrem schwer zu checken für die Ts. Du musst weit rauslaufen in die Halle. Und bevor du dann halt wirklich da hochgucken musst, musst du eigentlich Richtung Cat gucken und Richtung Main. Und dann hat der Spieler da oben natürlich einen extremen Vorteil. Jetzt ist man unten. Über den Schacht. 5 gegen 4. Glaive steht noch vorne. CT rot. Cajun B zielt es aber ab. Macht den Frag. Dann fällt Config an der Rampe. Cajun B kann da jetzt aber übernehmen. Und die Bombe ist immer noch außen unterwegs. Will jetzt außen unten ist schon unterwegs. Rubino kann keinen mehr machen. 3 gegen 2. Und die Position von Medjiz ist so gut. Der kann sich so hinstellen, dass Fenster ihn nicht sieht. Bombe down, nur noch Snappy. Und der fällt auch gegen Majisk. 5:0 für Team Dignitas. Und das ist eigentlich eine T-Seite, die man gewohnt ist auf Nuke. Dominant, immer mal wieder einen Spieler verlieren, aber trotzdem immer die Kontrolle behalten. Ja, so läuft es eigentlich. Also das, die 12 T-Runden von Dignitas, die wir in der ersten Map, auf der ersten Map gesehen haben, die sind normalerweise eine absolute Ausnahme. So, Modi. Jetzt wieder. Ich glaube, es hat er einmal so gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher. An der Rampe. Auf T-Seite. So, mit Jisk. Ganz allein gelassen. Hat Modi jetzt gesehen. Cajun B sofort zur Unterstützung da. Auch das hat eigentlich gefehlt bei Heroic auf der CT-Seite. Rubino auch schon unten. Der wartet nur drauf, dass seine Mates fallen und er was zu tun bekommt. Aber mit Jisk halt mit dem Doppel hinterher. Ja, und dann geht Cajun B nochmal rein. Es war nur eine Eco von Heroic. Ein kleiner Versuch, an der Rampe vielleicht Schaden machen zu können. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt wieder die Waffen für Heroic. Das wird wahrscheinlich immer so ein Wechsel kommen. Mit dem Loser-Bonus jetzt könnte Heroic sogar doppelt kaufen. Also zwei Runden hintereinander, wenn sie verlieren. Und müssten erst dann wieder eine Eco machen. Der Bombenplant kann da natürlich immer noch helfen, zusätzlich zu kaufen. So, wieder außen. Config steht da am Secret.
Ja, Fries wäre ein leichtes Ziel, aber nochmal ein Molotow hinterher. Ah, sie riechen ihn da schon. Deswegen muss er da zurückgehen. Mechhalle unter Kontrolle von Heroic. Cajun B wechselt die Position, verliert dabei sogar HP. Zielt er an, macht den Kill gegen Walde. Hat nicht viel gesehen von ihm. Jetzt fällt er und Config kommt dann einfach hoch. Bombe geholt, dann der Refrag von Fries. 3 gegen 3. Glaive hier unten drin. Ich weiß nicht, ob Magister damit rechnet. Nein, macht er nicht. Glaive aber mit Problemen. Verliert dabei 50. MSL macht den nächsten. 2 gegen 2. Die Bombe jetzt erst wieder gepickt worden. MSL geht runter. Und genau da wird Fries langkommen. Und MSL hat halt schon eine gute Position. Jetzt kommt es drauf an, welchen Weg nimmt Fries. Smoke und Flash. Rubino dürfte das gehört haben. Er könnte eigentlich schon losgehen, um seinem Mate zu helfen. Ja, beeilt sich, die Bombe wird gelegt. MSL hat sich noch nicht gezeigt. Man möchte zu zweit den Retake spielen. So, und Fries mit dem Anschuss geht auf die Glock, macht den Kill. Nur noch MSL, 1 gegen 2. Der ist jetzt unten am Spot. Der könnte eigentlich auch einfach abwarten. Geht an den Diffuse. Ja, und dann steht Glaive halt oben drauf. Macht den Kill. Erste Runde für Heroic. Rip Dream. Rip Dream. Kein 16 zu 0 für Team Dignitas. Die Runde gut runtergespielt von Heroic, auch wenn Dignitas es immer wieder geschafft hat, es auszugleichen. Am Ende halt das 2 gegen 2. Aber Dignitas hat noch genügend Geld, um zu kaufen. Wir gucken mal, ja, würde auch noch für eine weitere Runde reichen. So, Snappy. An der Tür ist abgezielt. Glaive wieder außen vor. Der soll natürlich jetzt hier die meiste Arbeit machen für Heroic. Denn außen war eben der Punkt, wo man halt die Lücke gefunden hatte bei Team Dignitas. So, auch nochmal da der Molotov hin. Schön gemacht. Config fällt auch, aber hinten steht noch MSL. Der wird geflasht, fällt dann sofort. Cajun B direkt hinterher, schnappt sich die AK, bekommt den Kill gegen Walde. Muss dann auf die USP. Na, die HE dürfte er überleben. Geht nochmal auf die AWP, wird angeschossen. Dann geht Fries rum, macht den Kill. Aber das 1 gegen 2 für Magist und der wird von Moddy geholt. Zweite Runde für Heroic und eine Folgerunde. Gut fürs Geld und gut fürs Selbstbewusstsein, denn jetzt könnte man sich langsam wieder heranwagen an Team Dignitas. P90 bei Glaive. Nehme ich auch immer, wenn es bei mir nicht gut geht. Jetzt der stumpfe Halle-Go. Rubino mit einem MSL mit dem Refrag. MSL geht dann runter, hat dadurch mehr Deckung. Kriegt auch noch einen zweiten, dritten sogar. Und da ist es nur noch Fries. Ja, was macht der? Der kann eigentlich nichts machen. Bekommt den Kill gegen Magisk. Config geht noch rein. Die Flash hat gesessen. Die Runde wieder an Team Dignitas. Ja, und ja, es hat nicht gereicht, um nochmal zu kaufen. Steht alles gegen Heroic. Jetzt wieder eine Eco. Config außen. Sieht Fries. Ja, einfacher Kill für ihn. Cajun B. Hat auch noch eine AWP, also Doppel-AWP auf Nuke. Rubino hier am CT-Schacht. Der weiß genau, da wird kein Molotov bei Heroic sein, der ihn da rausjagt. Auch den kriegt Config. Jetzt laufen sie ihm halt einzeln rein. Aber es ist nur eine Eco. Es ist nur eine Eco. So, und was will Heroic jetzt noch machen? Bombenplant wäre natürlich schön. Würde nochmal etwas Geld geben.
kommt halt der Gorbe. Sie stehen halt schon mit drei Mann in der Halle. Die Bombe ist unten. Die Bombe ist unten und Glaive, da kommt der Plant und der geht durch. Sie kriegen den Bombenplant, sehr schön gemacht von Heroic. Zwar keinen Spieler geholt, aber die Bombe gelegt und dadurch gibt's halt nochmal Geld obendrauf. So, und ja, jetzt wieder kaufen, Freeze wieder an die AWP setzen. Und der nächste Versuch. Und das ist wirklich wie jedes Mal gegen so ein Bollwerk anrennen. Wenn du auf der T-Seite von Nuke stehst und manchmal klappt's und du findest Lücken und manchmal klappt's halt einfach nicht. Und manchmal findest du einen Riss, den du halt immer weiter aufreißen kannst und das hat Dignitas halt auf der ersten Map sehr gut hinbekommen. Mal gucken, vielleicht schafft Heroic noch ein paar Runden mehr und dann eine solidere CT-Seite, als wir das eben gesehen haben. Rubino mit einer schönen Position. Er bräuchte da ein bisschen Ablenkung, aber normalerweise wird das Eck nicht gecheckt. Ja, Rubino bekommt einen, fast den zweiten. Und Freeze dann mit dem Refrag. Und vielleicht hätte er sogar noch einen Spieler durchlaufen lassen können und dann Safe 2 machen. Aber MSL steht sicher. Noch 12 HP, aber die Halle hält er halt sauber. Geht sogar in den Vorraum rein, Cajun D. Dem nächsten, dann der Refrag von Walde. Der bekommt dann MSL, weiß, wo Magisk ist. Oh, und das könnte nochmal eng werden, wenn Walde jetzt den Frag gegen Magisk macht. Der hat die Bombe auf dem Rücken. Geht jetzt Richtung Rampe. Der Laufweg ist halt extrem gut. Das hat Dignitas nicht gesehen, dass er Rampe halt, dass er durch die Halle in den Vorraum nochmal konnte. Und jetzt könnte er sich da ganz einfach Cajun B schnappen. Er zielt nach oben, er guckt wahrscheinlich nicht mal zu Cajun B. Und Cajun B sieht's auch nicht. Und Cajun B hat's nicht gesehen. Und er guckt, jetzt hat er ihn gesehen. Macht den Frag sofort runter, auch wenn er da HP verliert. Legt die Bombe, Cajun B ist oben, bleibt leise. Und Walde sieht's nicht, Cajun B verschießt. Walde mit der Möglichkeit und Cajun B macht's. Die Runde für Team Dignitas. Schöner Versuch von Walde. Aber am Ende nicht gut genug. 9 zu 2. Okay, unser Bot hat schon Feierabend gemacht. Macht er gerne. So, und nächste Waffenrunde für Heroic. Schade, schade. Eben wäre die Möglichkeit für Runde 3 da gewesen. Jetzt versuchen sie den Halle-Split, Cajun B. Erstmal Rampe verstärken. Ah, hier geht's. Ja. Weiß nicht, schon viel Kontrolle. Oh, ja, durch das Glas. Das ist schwierig. Cajun B geht dann nochmal rum. Der Molotow macht viel Schaden. Und dann ein einfacher Kill für Glaive. Zwei Mann Überzahl. Das darf Heroic jetzt nicht mehr abgeben. Und Walde hat da Glück. Sieht, Rubino kann den Refrag setzen. Nur noch Magisk gegen 4. So, und der zielt jetzt erstmal ab. Die Bombe wird gelegt. Er hat einen Kit, aber keine Flash. Und kriegt den Kill gegen Walde nicht. Dritte Runde für Heroic. Ja, und die hat Dignitas gerade so ein bisschen hergeschenkt. Aber trotzdem schön vorgearbeitet an außen von Heroic. Haben Dignitas da auch erst gut unter Druck gesetzt. Und dann war Dignitas zu Fehlern gezwungen. Also sehr schön gemacht. Bei Dignitas das Geld knapp. Sie gehen in den Force Buy. Und 9-6 wäre auf jeden Fall noch möglich für Heroic. So, Modi. Vorne Config halt offensiv den Headshot gegen Walde gesetzt. Auf diese Mini-Kante macht er da den Headshot.
So, jetzt flasht man sich an Rampe rein. Mit Whisk macht einen Headshot, aber Glaive ebenfalls. Und da ist die AK natürlich im Vorteil. Sofort geht's nach unten. So, da ist Rubino. Der könnte die Tür halt aufmachen, aber der hat nur die CZ. Die Bombe wird gelegt. Rubino ist jetzt bekannt. Rubino macht den Kill und er hat noch 100 HP. Modi jetzt am Schacht mit dem Kill gegen MSL. Rubino bekommt den nächsten. Jetzt ist Modi alleine gegen 3 und... wäre natürlich wichtig. Er holt Cage und die Position bekannt. Config springt dann aus dem Schacht raus, macht den Kill. Ja, und da lässt man Config diffusen. AWP nimmt man mit. 10. Runde Dignitas. Und Heroic. Ja, wieder sieht das Geld natürlich nicht gut aus. Bei Dignitas wird noch viel gelegt, aber das ist eine ordentliche Kaufrunde. Heroic versucht es jetzt natürlich die letzten beiden Runden noch zu holen. Und Config wieder außen. Dignitas muss halt nichts verändern. Es funktioniert. Soweit. Die 3 Runden, die sie verloren haben. Wie gesagt, die kann man halt mal abgeben auf der CT-Seite. Da wirst du halt einfach mal überrascht. Ein guter Go kommt. Das gehört zu Nuke dazu. Diese 15-0-Matches gibt's halt trotzdem noch selten. Auch wenn es eine sehr CT-lastige Map ist. Außer du hast Dignitas, dann holst du halt 12 T-Runden. So, ein MSL sehr nah. Will die Farmers halt im Nahkampf einsetzen. So, und MSL hat halt das perfekte Timing. Snappy aber noch an der Rampe. Rubino versucht da den Spray für auf. Geht zu. Rubino fällt mit Jisk auch. MSL muss sich zurückziehen. Und Cajun B geht jetzt erstmal an die Rampe. Macht den Frack gegen Snappy sofort hoch auf den Catwalk. So, und MSL konnte die Halle wirklich halten. Cajun B mit dem dritten geht nochmal rum. Oh, da geht Fries aus dem Schacht raus. Der war von außen durch. Da ist es nur noch Modi. Ja, und MSL kann ansagen, der ist zurück. Da kommt nochmal eine gute Nade. Und auch da steht Cajun B goldrichtig. 4. Kill für ihn. 11-3. Nur noch eine Runde zu spielen in dieser ersten Halbzeit. Ja, und jetzt geht Heroic in den Pistol Kevlar Force. Modi mit der Smoke-Tür auf, direkt vorne hin, um den Molotov zu löschen. Schöner Headshot. Aber das Timing verpasst, um in den Schacht reinzukommen. Aber Glaive über die Main. 2 Mann Überzahl für Heroic. Und das wäre natürlich komplett CSGO, wenn Heroic so eine Runde jetzt holen würde. Aber mit Whisk steht gut. MSL und Caitlyn B noch dabei. Die Bombe down. Dann fällt Snappy. MSL gegen Fries. Die AWP im Anschlag. Und Fries macht es. 4. Runde Heroic. Eine Runde mehr als in der letzten Partie. Aber immer noch 11 Runden für Team Dignitas. Ah, und die jetzt auf der T-Seite, die sie eben so gut gespielt haben. Zumindest für Heroic jetzt die Pistol Round nicht mehr ganz entscheidend. Wenn sie die verlieren, können sie auch locker 2 Ecos machen. Und dann versuchen, ein perfektes Spiel abzuliefern. Ja, und GG noch lange nicht. Die erste Halbzeit zwischen Virtus Pro und Astralis auf Nuke. Wir haben heute übrigens 3-mal Nuke gesehen in 4 Matches. Wann ist das überhaupt mal vorgekommen an einem Pro League-Abend? Viele Abende, wo man überhaupt keinen Nuke gesehen hat.
So, und ja, wir warten natürlich noch auf den Go. Also es war eine 12-3-Führung für Virtus Pro und am Ende ein 16-14 für Virtus Pro. Also da ist Astralis halt noch sehr, sehr gut zurückgekommen. Und für alle, die jetzt erst kurz einschalten und sich das Spiel noch bis zum Ende anschauen wollen, die Tabellenposition von Dignitas und Heroic war relativ nah beieinander. Wobei Heroic nur mit 15 Punkten an der drittletzten Position in der Tabelle steht. Und hier mit einem Sieg natürlich schon etwas Puffer zwischen sich und Panthers Boss bringen würde. Währenddessen hat Team Dignitas die Chance mit 2 Siegen, und es sieht danach aus, als könnten sie 2 Siege nach Hause fahren, sich den 3. Platz mit Virtus Pro zu teilen. Je nachdem, wie halt die Rundendifferenz ist, dann 3. oder 4. Und damit würde Fnatic vorübergehend aus den Playoff-Rängen rausfliegen. Also da ist noch sehr viel Bewegung möglich in der Tabelle. Extrem spannende Season bisher. Und ich bin mal gespannt, wer am Ende tatsächlich auf den Finals steht. Mausbot zählt sich extrem gut, um mal ein bisschen abzuschweifen. Und dieses Warten, ich kann euch gar nicht sagen, wie mir das auf den Senkel geht. In der Halbzeit. Also zwischen 2 Spielen, okay. 10 Minuten, Viertelstunde, von mir ist auch 20 Minuten. Völlig in Ordnung, aber in der Halbzeit 5 Minuten Pause bringt mich völlig aus dem Konzept. Bot macht, was er will, eben mal kurz da, jetzt ist er wieder weg. Ja, und mal gucken. Ja, es geht los. Endlich geht es weiter. Die letzte Halbzeit des heutigen Abends. Heroic gegen Team Dignitas. Die Pistol Round steht an hier auf Nuke und kann Team Dignitas sich wieder die Pistol schnappen. Das wäre dann die 4. Pistol in diesen 2 Matches. Und mal gucken, was Dignitas hier vorbereitet. Schnell in die Halle, diesmal mit 3 Spielern von Heroic gedeckt und die Headshots sitzen gut. Fries bekommt den nächsten. Snappy rennt halt einfach rein, dreht sich um. Dann ist Cajun B da, aber der ist der Letzte. Die Pistol Round an Heroic Esports. Und ist das der Start zum Comeback? Oder ist es nur ein kurzes Aufbäumen? Dignitas geht in die Deagle Eco. Majisk, kaufst du auch noch eine Deagle? Bitte, wie dein Team, Majisk? Ja, natürlich. 5-mal Deagle. Ja, und das verstehe ich nicht so ganz. Mach einen Force Buy, mach nochmal so ein Halle-Go und er könnte funktionieren. Das ist kein Witz. Einfach weil die Tech-9 so stark ist und du durch das Kevlar einfach halt ein bisschen mehr aushältst, kannst du Gegner mit einer SMG sehr gut überraschen. So, die ist jetzt bekannt, gibt nochmal eine Flash. Hätte ganz gut gesessen, aber auch Glaive hat nichts mehr gesehen. Snappy ist am Secret. Schöner Headshot von Cajun B. Snappy wird abgezielt. MSL arbeitet sich jetzt weiter vor. Eventuell hat Fries das noch gesehen. Snappy macht jetzt den Frag gegen Config, zieht sich dann zurück. So, und MSL geht jetzt weiter vor. Ah, das Duell findet keinen Sieger. 19 Damage gegen MSL. Der hat nur noch 1 HP. Glaive macht den Frag gegen Magis. Snappy im Rückwärtslaufen gegen Cajun B. Und da ist es nur noch Rubino. Position am Eis ist bekannt. Jetzt geht er unten rein. Muss ins Sichtfeld von Molly. Der macht den Frag. 6-11. Nur 2 Waffen verloren. Jetzt nochmal die Eco von Team Dignitas.
Ja, und damit wird Heroic dann auf ein 11-7 kommen. Und super lustig wäre es jetzt natürlich, wenn Heroic die Map jetzt noch gewinnt. Das wäre mega krass. Das wäre mega geil. Also da würden sich die Leute das angucken und würden sagen, unpredictable im Endeffekt, was die beiden Teams machen. So, mit Jisk am Fenster von Snappy noch nicht gesehen, aber Snappy macht den Kill. Clave erfolgreich. Ja, und dann fallen sie einzeln nacheinander. Clave, wow! Clave, da hat er mal komplett gezuckt. KJB, dann, den macht Clave auch noch. 3 für ihn. 7-11 für Heroic. Und jetzt geht's in die erste Waffenrunde von Team Dignitas. AWP bei Cajun B ist dabei. So, und erstmal eine dicke Nade kassiert. 36 HP. Schöne Smoke hier. Schöner Fixpunkt. Clave ganz nah an der Smoke dran. Ja, bekommt da Cajun B, zieht sich zurück, rechnet nicht mit MSL, der hinterherläuft. Und da hinten gab es den Anschuss von der AWP von Fries gegen MSL. So, MSL will sich wahrscheinlich nochmal vorflashen. Das sieht Fries, reagiert, macht den Frag gegen Config und wechselt die Position. Snappy wieder unten, offensiv am Secret. Die ist wohl seine Lieblingsposition. Fries jetzt gut angeschossen worden. Modi auch nur noch 14 HP. Eine Runde, die halt ganz schnell kippen kann. Aber auch bei Dignitas zwei Spieler angeschossen. So, Fries Drop, das hat MSL eventuell gehört. So, die Smoke. Und Fries die Sicht. Einfacher Kill für MSL. Jetzt kann man Rampe durch, geht nach unten. Und Heroic weiß nicht, ob da noch jemand im Vorraum steht. Smoke hin, um die Bombe zu legen. Molotov in den Schacht. MSL bleibt nah an der Tür stehen. Man hat jetzt keine Granaten mehr. Doch eine Flash bei Majisk. So, wo steht Majisk? Oben direkt am Schacht. Der geht sogar in den Schacht rein. Kann ansagen, niemand über den Schacht. Das heißt, der Blick Richtung Tür. Cajun B mit Problemen. Fries verschießt mit Jisk mit dem Kill gegen Walde. Fries dann im Nachsetzen erfolgreich. Smoke auf die Bombe. Snappy kann dann hin. Der hat einen Kit. Oh, der macht auch noch den Kill. 1 gegen 1. Der geht dran und der zieht durch. Mit Jisk macht den Headshot. Die Runde geht an Team Dignitas. 12-7 und kein Geld für Heroic. 2 mit 5. Einer mit 4, okay. Also du könntest hier einen Force Buy machen bei Heroic. Sogar eine AWP gekauft. Dadurch eine Rifle weniger, beziehungsweise SMG. Eieiei. Und eigentlich hätte sich Heroic die Eco-Runde hier leisten können. 12-7 ist noch völlig okay. Das wäre dann ein 13-7 für Team Dignitas. Wenn sie die jetzt verlieren, danach muss die Eco gespielt werden bei Heroic. Und dann hat Dignitas schon 14. Das heißt, es wird einfach immer enger für Heroic. Die Runde also extrem wichtig. So, MSL ganz nah hier vorne. Hat nicht den Kopf von Glaive gesehen. Der hat den Vorteil. Aber Cajun B ist drin. Der macht den Frag. Glaive fällt. Die HE von Walde nimmt dann Cajun B raus. Modi geht an der Rampe vor. Walde hält den Spot ganz gut. Jetzt ist er gefallen. Rubino kriegt 2. Die Bombe wird gelegt. Config unterm Cat. Der Bombenplan wird auch nicht verhindert. Modi fällt. 13-7. Die Runde geht an Team Dignitas und Heroic. Die dürfen das Sparbuch auspacken. Kurz notieren. Beim Stand von 7-13 wird gespart. Und dann packen sie ihr Sparbuch wieder ein. Und ja, das heißt Dignitas hier wieder voll am Drücker, ihre T-Seite ja
sehr explosiv gespielt in dem ersten Match. So, Noddy. Ja, der hatte an Rampe auch erst wenig zu tun und dann wurde er immer überrannt. Und hier rennt er rein. Und Magisk bekommt auch noch Glaive. Das heißt, die Rampe jetzt komplett eingenommen. Cajun B zieht Snappy ab. Das ist jetzt auch, das weiß jeder von Team Dignitas. Wenn Snappy lebt, guck am Secret. Ja, und den letzten nimmt sich Cajun B dann auch mit. 14 zu 7. Jetzt wird wieder gekauft bei Heroic. Das ist jetzt die allerwichtigste Runde. Denn es wird wieder komplett runtergekauft. Danach. Ja. Eigentlich nicht genug. Das ist unter 3000, was man dazu bekommt. 2900, um genau zu sein. Das bedeutet für eine CT-Seite eigentlich eine Eco danach wieder kaufen. Aber dann hätte Dignitas halt die Runde jetzt hier schön. Walde und Snappy im Kreuzfeuer. Snappy bekommt auch noch mit Jisk. Ja, und da geht Moddy einfach durch. Schön gebunnyhoppt. Nur noch Rubino. Und der fällt auch. 8 zu 14. Heroic ist noch im Spiel. Dignitas kann nochmal kaufen. Rubino zwar nur an der Tech-9, aber ihr wisst alle, die Tech-9 ist sehr, sehr stark. So, die Smoke eventuell oben am Heaven-Aufgang. Ne, sie fliegt ein bisschen weiter. Nimmt hinten der AWP die Sicht. Aha, okay. MSL läuft sich selbst in den Rücken. Diesmal niemand oben. Der Spieler am CT-Schacht sollte die Steps jetzt zugeordnet haben. MSL zieht rum, bekommt den ersten einfachen Frag, kann die AWP hinten ansagen. Und Fies macht den Frag gegen Cajun B. Der wollte dann natürlich reinziehen. Ja, MSL versucht es dann mit dem Bang. Schafft es aber nicht ganz. Fries jetzt nur noch auf 11 HP. Und da rennt Walde rein. Rubino bekommt einen einfachen ersten Kill. Smoke dann nochmal ab, aber Snappy rennt dann einfach durch. Die Bombe ist down. Snappy könnte da zurückgehen. Moddy macht den Kill gegen Config. Jetzt ist es nur noch mit Trisk. 1 gegen 2. Beide low, aber Fries macht den Frag. 9 zu 14. Und jetzt hat Dignitas die Eco. Jetzt muss Dignitas sparen. Das sind jetzt 2 Runden in Folge gewesen. Ja, und da gibt es jetzt einfach mal Rampe Rush. Wir wissen, Moddy steht da alleine. Ersten Kill gemacht, zieht sich zurück. Jetzt will man überrennen und schön von MSL. Auch wenn er nur die Glock hat, aber jetzt ist halt Snappy da. Geht erst auf das Duell, ab auf die USP. Kriegt auch noch den und zieht rum, aber dann ist Cajun B. Zwar da, aber er macht halt nur diesen einen. 14 zu 10. Heroic. Kommt immer näher. Jetzt kann wieder gekauft werden. So, und Config, ja, der wird wahrscheinlich auch noch auf AK gehen. Kevlar Helm, Smoke und Flash. Heroic arbeitet sich wirklich immer weiter ran. Also es sah eine Zeit lang so aus, als hätte Dignitas hier wieder die Kontrolle, aber nicht mit Heroic. Schönes Nate-Timing, 30 HP Damage gegen Mittels. Und selbst 10 HP Damage von der HE können reichen, damit die M4 zu einer One-Shot-Waffe wird. MSL, wow, schön reagiert. Fries war da, glaube ich, gerade auf eine andere Position fokussiert. So, Wald hat die Flash abbekommen. Er ist das Spiel der krassen Reaction-Shots. Reaktionsschüsse. Glaive. Ja, jetzt ist man halt unten drin bei Dignitas. Snappy ist jetzt gesehen worden. Der wird angegangen und fällt sofort.
Überzahl führt ihm Dignitas. Molotow Richtung Schacht. Aber der Doppelkill von Moddy bringt das 3 gegen 3 zurück. Die Bombe wird jetzt gelegt. Und jetzt muss natürlich der Retake kommen. Man hat 2 Kits. Config zielt hier aber schon gut ab. Schön reagiert von Glaive. Der hat damit gerechnet, kommt sogar durch. Jetzt geht Config hinterher. Jetzt macht man da Druck, zielt den Schacht ab. Das wäre doch eigentlich richtig gewesen. Walde dann mit dem Frag, aber Config und MSL. Und dann ist Cajun B noch da. 15. Runde für Team Dignitas. Und wenn Walde weiter den Schacht abgezielt hätte, dann hätte die Runde noch an Heroic gehen können. Denn dann hätte Config nicht den einen Frag bekommen. Und dann wäre es eine Überzahlsituation für Heroic gewesen. Hätte Fahrradkette, die müssen jetzt nochmal kaufen. Was geht? 2x UMP, 1x Farmers. 1 Kit nur bei Walde. So, und Cajun B schnappt sich da tatsächlich nochmal die UMP. So. Und außen offensiv steht Glaive. Der hat wieder eigentlich ein gutes Timing, aber er macht halt keinen Frag. Cajun B noch 12. So, und ja, wir sehen immer mehr Automatismen von den Spielern auf Nuke. Dieses nach unten gucken beim Runterfallen, ob da jemand neben dem Silo steht. MSL jetzt schon hier an der Mech-Halle weit vorne. Und Fick fällt. Moddy geht vorn, bekommt den Frag. Freeze holt sich Cajun B. Auf einmal ist es nur noch Rubino und der verliert auch. Heroic bleibt noch im Spiel. Den ersten Matchball abgewehrt und Dignitas ist in der Eco. Und jetzt die Chance für Heroic. Was heißt die Chance? Wenn sie das jetzt verlieren, können sie alle deinstallieren. Weil gegen 4 Glocks und eine P250 darfst du keine Runde verlieren. So, Molotov vor die Tür. Perfekt, da sollte ein Türgo kommen, der wird sofort aufgehalten. Snappy fällt jetzt, konnte aber vorher 2 Kills machen. Walde holt Rubino. Cajun B, wow, auch den macht er noch. Wird dann aber gerefragt. MSL, da passt Glaive an der Tür auf. 12 zu 15. So, und wieder Dignitas auch nie in der Doppel-Eco. Also immer nur einmal sparen, dann kaufen. Bedeutet immer sehr viel Druck auf Heroic. Nur kurze Verschnaufpausen wie die Runde eben. So, MSL. Direkt wieder hoch. Also Dignitas baut fast immer gleich auf die letzten Runden. Vor allem über außen. Ja, Fries. Die Position hier oben, sehr cool, dass Valve da nochmal eine Deckung hingebaut hat. Dadurch der CT-Seite halt nochmal eine Möglichkeit gibt. Glaive. Oh, Rubino macht den ersten. Fries verschießt. Config bekommt den Kill, dann erst der Refractor. Und wenn Fries vorher getroffen hätte, kein Kill für Config. Und damit eine 4 gegen 4 Situation. Jetzt die Bombe gelegt. Moddy fällt, Rubino holt Fries. Es ist nur noch Snappy. 1 gegen 4. Der kommt über die Main, die Position müsste bekannt sein. Er hat den Refrag gesetzt gegen Config. Ja, und er fällt, da ist es. 16 zu 12 gewinnt Team Dignitas gegen Heroic. Und ja, damit keine Chance, am Ende nochmal irgendwas zu machen, in die Overtime zu kommen für Heroic. 2 zu 0, Team Dignitas.